Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The jo Craft. Willkommen zu einer weiteren Folge eurer Einsendung. Heute in Folge 13 gibt es von DAMA03 eingesendet Wertpapierhändler oder so mit diesem herrlichen Symbol, bei dem gefühlt alle Eltern nicht wissen, wie man es macht, oder? Wenn ihr eure Mama oder Papa das mal per WhatsApp schickt und immer kommt so ein Krüppelsmiley zurück. Hä, wie geht das? Naja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, da gibt es Diamanten, es gibt Werbung. 10 Euro, dass ein Rickroll ist. Nein, es ist kein Rickroll. Okay. Shit. Mist. Alles klar. Ich gebe meinem Bruder dafür was aus. Die 10 Euro kriegt mein Bruder. Ähm, ist tatsächlich Werbung. Ist tatsächlich sein YouTube-Kanal. Äh, ja. Dann diverse Informationen. Ich, ich werde nachher meinem Bruder einfach 10 Euro in die Hand drücken und er wird nicht wissen warum. Du kannst für Diamanten Wertpapiere kaufen. Den Preis siehst du oben am oberen Balken. Je mehr dieser Wertpapier... Ach so, worum geht es überhaupt? Es geht um Aktiensystem, Minecraft. Habe ich das... Kiste resettet. Okay, Humor hat er. Ähm, Es geht um ein Aktiensystem. Was... Uh, 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 das ist ein Fein. Fein. Okay, das ist gute Technik, Leute. Also... Das sieht, das sieht nach sehr ordentlicher Technik aus. Das sieht gut aus, ja. Habt ihr habt ja schon vielleicht mitbekommen, Aktienidee und so. Ich bin tatsächlich ziemlich fasziniert von dieser Idee. Und Spoiler: Nächstes Jahr in Craft Attack möchte ich unbedingt keinen Shop machen, sondern ich möchte von vornherein eine Börse bauen und von vornherein Aktienhandel möglich machen. Kurz gesagt, soll es ja die Möglichkeit geben, dass man sich für Geld Anteile an der Wirtschaft kaufen kann. Und wenn die Wirtschaft besser wird, dann kann man auch damit Geld gewinnen. Heißt, wenn ich mir für einen Diamanten Anteile kaufe, die ein Diamant wert sind, aber die Wirtschaft verdoppelt sich auf dem Craft Attack Server, dann kann ich mir meine Anteile, die ich damals für einen Diamant gekauft habe, für zwei Diamanten auszahlen lassen und habe einen Diamant Gewinn gemacht. Krass, was? Du kannst für Diamanten Wertpapiere kaufen. Und Preis siehst du am oberen Balken. Je mehr dieser Wertpapiere im Umlauf sind, umso höher ist der Preis. Macht Sinn, Angebot, Nachfrage. Beim Verkaufen der Wertpapiere wird der derzeitige Kaufpreis immer ein Dia weniger als der derzeitige Kaufpreis ausgezahlt. Da nun weniger Wertpapiere im Umlauf sind, fällt der Preis wieder. Die Idee dahinter, Spieler können strategisch vorgehen, Wertpapier billig kaufen, zu einem späteren Zeitpunkt hoffen, die teurer zu verkaufen. Das ist das, was ich euch gerade erklärt habe. Genau das habe ich euch erklärt. Da. Attraktiv, da man seine Dia zum Beispiel verzehnfachen kann. Richtig. Da der Verkaufspreis immer ein Dia weniger ist, macht der Besitzer pro verkauften der Papier ein Dia Gewinn. Das heißt, das ist quasi ein Aktiensinn. Genau, man macht, man macht Gewinn. Die Bank gewinnt am Ende am meisten daran an der Aktion. Wir schauen uns das einfach mal an. Gucken wir mal. Hier ist Kauf. Hier bezahlen Aktien. Also wir sehen aktuell, ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ähm, ob wir das noch manuell steuern können. Also wir können das natürlich später steuern. Aber die Idee ist jetzt folgende. Wir haben Kaufpreis ist ein Diamant. Das heißt, ich kann jetzt für einen Diamant mir Wertpapier kaufen. Ne? Ich müsste jetzt ein Wertpapier gleich bekommen. Es dauert einen bestimmten Moment. Die Maschine wird da wahrscheinlich ein bisschen was rechnen im Hintergrund. So. Bin gespannt. Oder muss ich jetzt noch ein Diamant rein? Nee, ich habe eine Aktie bekommen. Da ist meine Aktie. Lasst ein Like da. Oh ja. <laughs> ähm, habe ich jetzt gekauft. Jetzt bezahle ich nochmal ein Diamant. Kaufe mir eine weitere Aktie. Wir warten mal, wir warten mal, wir warten mal. dauert ein bisschen, es dauert ein bisschen und ich habe mir schon wieder eine Aktie gekauft. Der Preis ist immer noch der gleiche, der Kaufpreis ist immer noch der gleiche, der wird wahrscheinlich nach einer Zeit anfangen zu äh, steigen. Ja, ja, der wird nachher anscheinend. Also hier wird der Preis bestimmt, Leute. Ihr seht, hier wird der Preis bestimmt. Das heißt, je mehr Leute sich das kaufen, desto teurer werden die Aktien natürlich. Ne? Verkaufspreis. Aktuell kann ich meine Aktie noch nicht verkaufen. Aktuell würde ich für die Aktie nichts bekommen. Ne? Aber angenommen jetzt, ähm, die Wirtschaft steigt auf dem Server. Das heißt, dieser Dropper wird ein paar Mal aktiviert. Hier können wir ein Signal reinleiten in die Schaltung, um zu sagen, dass die Wirtschaft gestiegen ist. Und ihr seht, dass der Verkaufspreis, der Kaufpreis ist jetzt gestiegen. Seht ihr das? Der Kaufpreis ist teuer geworden. Also, ich habe mir jetzt eine Aktie bei der One Diamond AG gekauft für so und so viel Dia. Das heißt, die One Diamond AG hat gerade von mir zwei Diamanten bekommen. So, und jetzt verdient die One Diamond AG auf dem craftedx server Mal Kurz nicht, dass die Technik irgendwas kaputt macht. Nö, die verdient plötzlich. Flocke kauft da, Spark kauft da, Debitor kauft da, Basti GAG kauft bei uns. Also viele Leute kaufen bei uns. Da wird unser Unternehmen plötzlich teurer. So und ich habe mir vorhin für ein Diamant Firmenanteile gekauft und die möchte ich jetzt verkaufen. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und verkaufe meine One Diamond AG Aktie. Und jetzt kommt der Win, denn da der ganze Kurs halt größer geworden ist, die lieben Leute, bekomme ich zwei diamanten raus das heißt ich habe gerade ein diamant gewinn gemacht und wenn ich jetzt die aktie ganz 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 lange behalte ja dann kann man natürlich machen, so. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr lange meine Aktie. So, und es vergehen wirklich mehrere Minecraft-Tage. Dann ist irgendwann die One-Diamond Group so viel wert, dass wenn ich dann mein Wertpapier verkaufe, bekomme ich viel mehr Diamanten. Der Witz ist aber, wenn ich natürlich meine Wertpapiere verkaufe, dann werden mir diese Diamanten ausgezahlt. Äh, hab ich. Oh, ich glaube, ich habe die Aktie nicht richtig verkauft. Jetzt verkaufen wir die Aktie. Ähm. So, nochmal, next try. Nein, ich, ich kann meine Aktie nicht verkaufen gerade. What's going on? Okay, krass. Irgendwie scheint es hier gerade halt einen Bug zu geben oder hat das was damit zu tun? Okay, what the fuck? Okay, jetzt aber. Minecraft ist manchmal ein Jerk. So, jetzt aber. Komm, meine Dias raus. Und dadurch wird der Kurs natürlich auch auf Dauer fallen. Denn diese Diamanten, die ich mir jetzt ausgezahlt habe, werden bestimmt aus diesem Dropper rausgenommen. Ich will das mal ganz kurz überprüfen: 16, 16, 16, 10. Ihr seht jetzt, hier sind 10 drin. Also das ist unser Aktienkurs. Der Witz von allem ist, Leute, ich kann jetzt folgendes machen. Ich kann mit diesem Komparator, mein Aktiendisplay, daran anschließen. Mein Display, was ich entwickelt habe, ist hiermit kompatibel, weil es ja auch mit Stromstärken arbeitet oder kann. Ähm, so, jetzt pass auf, was ich erstmal sehr geil finde, ist, wenn man hier irgendwas anderes reinlegt, wird es einfach in diese Kiste weitergeleitet. Sehr nice. Aber wenn ich mir jetzt tatsächlich nochmal ein Wertpapier nehme, also angenommen, ich habe jetzt eine Aktie und ich lege sie jetzt hier rein, dann müsste, ich, müsste die Maschine jetzt auch wirklich... Ja, tut sie. Ah, sie hat aber nur einen hier rausgenommen. Okay. Das ist aber nicht ganz realistisch, muss ich gerade sagen. Das ist nicht Das ist nicht so ganz realistisch gemacht bei der Maschine, wenn bei allem Respekt, das nee, das hätte noch mal anders gemacht müssen. Eigentlich hätte jetzt die Menge ausgezahlt werden müssen. Passt schon, aber je mehr Leute natürlich jetzt hier Aktien verkaufen, desto schlechter wird der Kurs. Also am Ende ist der Kurs dann extrem, also es immer, wird immer weniger. Der Verkaufspreis wird kleiner. Ich glaube, der ist sogar schon kleiner geworden. Seht ihr das, Leute? Jetzt bekomme ich nur noch drei Diamanten. Gerade habe ich vier Diamanten bekommen. Jetzt bekomme ich nur noch drei Diamanten. Wenn ich jetzt eine Aktie reinwerfe, kommen drei Diamanten raus. Drei Diamanten. Hat geklappt tatsächlich. Ja. Und das ist die Besonderheit. Und so funktioniert das Ding. Aber noch eine feine Sache ist das hier. Und zwar, der Kaufpreis ist immer höher als der Verkaufspreis. Was bedeutet, dass diese Maschine jedes Mal einen Diamantgewinn macht. Das heißt, egal wie schlecht die Wirtschaft ist, immer wenn Leute hier Aktien kaufen, macht man einen Diamantgewinn. Und es wird Verlierer geben, es wird Gewinner geben. Das heißt, wenn ich natürlich Pech habe und ich komme jetzt auf den Server, weil alle meine Freunde schreiben, Joe, 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 du musst die Aktien verkaufen. Da kriegst du gerade ultra viel Geld ich gehe auf den Server und merke so, oh, es haben alle Leute schon ihre Aktien verkauft. Was bedeutet dass natürlich, nicht mehr viele Diamanten da sind. Letzten Endes ist das eine sehr einfache Darstellung von Aktien, aber eine gute Darstellung, Leute. Ich glaube, ihr habt das sogar auch verstanden. Nicht anders funktioniert auch das Prinzip mit den Kanalpunkten auf Twitch. Wenn ich am Morgen auf Twitch spiele, können die Zuschauer immer wetten. Ihr könnt eure Kanalpunkte wetten. Je mehr Kanalpunkte gewettet sind, desto weniger könnt ihr natürlich gewinnen, also Risiko und Win. Genau das gleiche passiert hier auch. Die Idee ist geil. Diese Idee werde ich definitiv mit in das nächste Craft Attack nehmen. Ich möchte eine Börse bauen und die soll genau das können. Man soll Wertpapiere kaufen können und verkaufen können. Ob die Technik wirklich so kompliziert sein muss, weiß ich aber nicht. Ich glaube, dass die Technik kompakter geht. Sage ich jetzt wirklich. Ich glaube, dass die Technik erheblich kompakter geht. Ähm, an dieser Stelle mag das Video jetzt vielleicht für die normalen Zuschauer beendet sein. Jetzt beginnt eine kleine Pro-Lection von Joseph. Ich glaube. Dass diese Technik weitaus leichter zu lösen ist. Hier hat der Bauer das gemacht mit einem Sortiersystem, Filtersystem auf mehrere Kolbenbasis. Aber letzten Endes müssen wir zählen und zwar, wir müssen eine Zahl festlegen. Wir haben eine Stromstärke. Diese Stromstärke wird uns ja ausgegeben. Ne? So. Diese Stromstärke sagt darüber, wie viele es sind. Insgesamt sind es 15 Lampen. Das werden nicht mehr als 15 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jackpots sind genau 15. Weil ja dieser Dropper bestimmt, wie teuer der Aktienkurs ist oder nicht teuer der Aktienkurs ist. Ich glaube, dass das halt wirklich super einfach sein könnte. Und zwar, wir können ja die Items hier reinleiten. Wir müssen ja zählen, wie viele Diamanten rauskommen. Und meine Idee wäre folgende: Wir könnten. Theoretisch könnte ich folgendes machen: Man kann als Bezahlmechanismus es ja so machen, dass der Kaufbetrag in sowas hier reingesetzt wird. Ähm, mal kurz überlegen, wie ich diese Technik jetzt richtig baue. Das ist jetzt Joe überlegt live im Video. Ähm, bin ich gerade zu so doof. Ah ja, deshalb bin ich zu doof. Ja, verstehe schon. Wir müssen das so herumbauen. Jetzt geht's. So, wir können ja hier den Strom speichern. Das ist aber noch nicht so ganz richtig. Moment. Ja, Joe ist noch nicht ganz glücklich. So, wir können hier diese Strommenge, also hier, das ist unser, so teuer ist es gerade. Also, unsere Aktie kostet gerade 10. 10, Power 10. also an der Stromstärke wird ja gesagt, wie teuer ist es. Das können wir hier drin speichern. Und wir können es ja theoretisch so machen, dass man hier eine Art Recheneinheit baut, die ähm, quasi errechnet, quasi diese Fackel hier. Wenn diese Fackel angeht, bedeutet das, ich kriege meine Aktie. Das heißt, das hier bedeutet, das ist einfach Dropper und Aktie wird mir gegeben. Das heißt, das sind Redstone-Blöcke. Was ich jetzt machen kann, ist folgendes: Wir können ja hier einen Bezahlomat bauen. Und äh, solange dieser Bezahlomat aktiv ist, zählt er. So, und wie soll er zählen? Ich zeige euch, wie er zählt. Ähm, wenn der Zahlomat aktiviert wird, muss als erstes die Eingabe in das System hier deaktiviert werden. Das muss mal kurz gesichert werden, sehe ich gerade. Jetzt habe ich Spaß, Leute. Es tut mir leid. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die, die Folge 1 ist schon längst vorbei. Tschüss an all die Zuschauer, die ab jetzt abschalten. War nett, dass ihr dabei seid. Aber jetzt, jetzt, jetzt ist Joe in seinem Element. Joe muss mal ganz kurz hier zeigen, was er mit Redstone drauf hat. Das ist jetzt ein ziemlich dreckiges, also quick and dirty, sage ich dazu jetzt. Das ist quick and dirty, was ich hier mache. Aber soll ein Konzept sein, wie man es leichter machen kann. Das ist ein Zählomat. So. Und jetzt soll was zählen. Er soll diesen Dings hier äh, abzählen. Und das soll von hier gezählt werden. Äh so. Kuchen ist immer Stromstärke 14. Für die, die es noch nicht wussten. Kuchen ist komischerweise Stromstärke 14 in Minecraft. 14. 15 minus 14 macht 1,1. Und hier können wir runterzählen. So. Und das geht hier rein. Und der hier soll zählen. Verzögerung. Okay, das müsste es sein, Leute. Und das ist unser Output der Schaltung. Also, jetzt können wir sagen, wenn der Aktienkurs bei 10 liegt, dann kann man, bezahle ich zum Beispiel 9. Wenn ich jetzt 9 bezahle, 1, 2. Oh, oh, das ist nicht ordentlich. Genau. So, das ist, das ist der Zählomat. Der Zählomat macht folgendes: Die Zahl, die hier ist, 10, wird jetzt hier eingespeichert. Und wenn ich jetzt hier 10 einlege, dann zählt er das ab. Das heißt, jetzt geht das hier auf. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich mach Mist. So, ihr seht, der, der hier kann runterzählen. Also, sobald er aufgetaucht zu soll er sich neu laden. Und der muss so stehen. Jetzt haben wir es. Okay, war ein bisschen doof. Äh, Nochmal. Also wenn ich jetzt hier 10 reinlege, zählt er auch hier runter. 9, ihr seht das rechts da. 8, seht ihr da? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 0. Und jetzt bekomme ich mein Aktienpapier. Und sobald er fertig ist mit dem Zählen, wird diese Zahl hier wieder reingelegt. Das heißt, wenn diese Zahl weniger ist, also wenn diese Zahl jetzt bei 7 ist oder bei... 4 ist. Wenn diese Zahl bei 4 ist, muss ich hier nur 4 Blöcke reinlegen, also 4 Diamanten einlegen. 1, 2, 3, 4. Ist die bei 5? Ah, die neue Zahl wird nicht übernommen. Ihr seht schon, hier gibt es einige Bugs drin. Das heißt, sobald, okay, das heißt, wir müssen hier noch ein Reset einbauen. Das heißt, sobald sich diese Zahl ändert, muss einmal das Ganze gelöscht werden. Aber auch das ist einfach, Leute. Das ist relativ einfach. Also wir müssen quasi so. Also diese Zahl ist ja hier eingespeichert und es bleibt ja immer die höhere Zahl gespeichert. Aber das können wir ganz einfach ändern, indem wir das hier hinzufügen. Das heißt, sobald sich diese Zahl ändert, wird der hier einmal gelöscht. Das gesehen, der wurde jetzt gerade gelöscht. Jetzt ist er auf der richtigen Zahl. Hier ist 5. Wenn ich jetzt das hier rausnehme, ist es jetzt bei 2 und der ist jetzt auch bei 2. Also der hier wird immer resettet. So. Und jetzt muss ich nur 2 Diamanten bezahlen, damit da hinten was rauskommt. 1. Zwei, und jetzt kommt was raus. Okay, ja, das ist es schon. Das heißt, wir können jetzt mit einer Stromstärke, die hier ist, festlegen, wie oft etwas bezahlt werden muss. Und das bedeutet, was dieses Ding hier macht, das kann man noch kompakter bauen, und viel, viel kleiner bauen. Und dann brauchst du nämlich diesen ganzen, diesen ganzen Großteil des Ganzen hier nicht. Also da diese ganze Observer-Technik hier unten, das, das mit, mit Magenta, das brauchst du alles nicht. Das kannst du viel einfacher machen. Aber die Idee, die kommt definitiv. Von DAMA03. Ich glaube, ich kriege es halt, wie gesagt, kleiner hin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.